Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen an den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. An dieser Stelle von mir etwas spät, aber ich habe Sie im neuen Jahr noch nicht in dieser Formation gesehen. Gutes neues Jahr noch. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir halten es wie immer, dass wir diese Pressekonferenz auf eine Stunde begrenzen und mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage. Nachdem es keine aktiven Posten vom Podium gibt und ich bisher schon zwei größere Themenkomplexe absehen kann, dann kündige ich Ihnen die schon mal an. Einmal Ukraine-Russland und einmal der größere Komplex Corona. Ich starte mit Ukraine-Russland im weitesten Sinne mit einer digitalen Frage der Kollegin Kotjalrova von RIA Novosti, die sich an Sie, Herr Büchner, richtet und bezieht sich auf den Besuch von Frau Baerbock in Moskau, ob die Außenministerin bei ihrem Besuch in Moskau auch die Position des Kanzleramts vertritt. Was hat Kanzler Scholz dem neuesten Entwurf der Union zu begegnen? Er falle auf dem Feld der Außenpolitik in der Konfrontation mit Russland als Akteur und Führer aus. Also selbstverständlich stimmen sich der Bundeskanzler und die Außenministerin eng ab in allen Fragen, die den Komplex Russland-Ukraine betreffen. Wie Sie wissen, ist die Außenministerin heute zu Besuch in der Ukraine und um 12 Uhr beginnt voraussichtlich eine Pressekonferenz, wo sie auch von ihren Gesprächen dort berichten wird. Meinungsäußerungen im politischen Raum werde ich hier nicht weiter kommentieren. Ich nehme gleich noch eine weitere digitale Frage dazu von dem Kollegen Dolgunov von der Nachrichtenagentur TASS. Der Bundeskanzler hat letzte Woche ein Normandie-Treffen auf Beraterebene angekündigt. Können Sie sagen, wann und wo ein solches Treffen stattfinden könnte? In der Tat. Deutschland setzt sich seit Längerem dafür ein, wie Sie wissen, wir haben darüber auch hier mehrfach gesprochen, dass das Normandie-Format wiederbelebt wird. Es gab dazu ja vorbereitende Gespräche schon des außenpolitischen Beraters mit seinem französischen Kollegen und auch dem russischen Ukraine-Beauftragten Kossack. Wir hoffen, dass diese Gespräche vorangehen und wir bald wieder auch höherrangige Gespräche im Normandie-Format führen können. Frau Rosbach, war das auch zu diesem Thema? Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans AA. Können Sie bitte mal ein bisschen detailliert darstellen, welche Hilfen die Bundesregierung der Ukraine denn zur Stärkung ihrer Verteidigung in den vergangenen Jahren schon gewährt hat und welche weiteren Unterstützungsmaßnahmen konkret geplant sind? Es gab ja die Forderung aus der Ukraine nach Waffenlieferungen. Ja, vielen Dank, Frau Rosbach, für die Frage. Ich darf noch mal kurz ergänzend darauf hinweisen, dass die Außenministerin sich heute Morgen vor ihrer Abreise nach Kiew und Moskau ja noch mal auf schriftlichem Weg auch geäußert hat zu der Reise insgesamt. Sie ist unter anderem auch eingegangen auf die Erwartungen, die wir da haben und die Gespräche, die stattfinden werden. Sie hat unter anderem auch das Normandie-Format erwähnt und deutlich gemacht, dass sie vor Ort ausloten möchte, ob es die Bereitschaft gibt, auf diplomatischem Weg zu Lösungen zu kommen, vor allem den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen. Ich zitiere das deswegen, weil eben die Frage ja unter anderem auf das Normandie-Format gerichtet war. Was die Unterstützung für die Ukraine im militärischen Bereich angeht, kann ich darauf verweisen, dass ich in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle schon dazu Stellung genommen habe und die Ministerin hat das selber auch bei ihrer Pressekonferenz in Washington sehr deutlich formuliert. Unsere Position zu Rüstungsexporten ist klar, die hat sich nicht verändert. Wir haben allerdings auch deutlich gemacht, dass wir in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei der Behandlung von verletzten Soldaten und Zivilisten, Unterstützung leisten. Wir haben deutlich gemacht, dass wir den Aufbau eines Militärkrankenhauses unterstützen. Das sind Unterstützungsleistungen, auf die wir eingegangen sind. Und da kann ich nur auf meine bisherigen Äußerungen verweisen, die Ministerin sicherlich in der Pressekonferenz, die wir live streamen werden, auch noch mal ausführlich darstellen wird. Nachfrage dazu? Ja, vielen Dank. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft auf so eine Art Liste. Also wir haben schon geliefert, Doppelpunkt. Also mit was hat denn die Bundesregierung in der Vergangenheit oder Deutschland in der Vergangenheit die Ukraine schon unterstützt? An Material,
Eine solche Liste kann ich Ihnen hier heute an dieser Stelle nicht präsentieren. Ich kann Sie verweisen auf die Unterstützungsleistungen, die wir selber schon erwähnt haben. Und wenn es dazu etwas zu ergänzen gibt, werde ich das gerne bei nächster Gelegenheit hier nochmal nachreichen. Das BMI ergänzt? Ja, ich hätte eine ganz konkrete Ergänzung. Wie Sie wissen, das ist ja auch in der Presse bekannt geworden, hat es einen Hackerangriff auf die Ukraine gegeben. Auch hier hat Deutschland seine Unterstützungsbereitschaft signalisiert, ganz konkret. Genauso wie auch die weiteren europäischen Partner. Im Moment wird geprüft, eruiert, wie da konkret der Ukraine am besten geholfen werden kann. Aber hier hat Deutschland ganz konkrete Hilfe zumindest in Aussicht gestellt. Vielleicht können Sie ja noch mal was nachliefern, also wenn Ihnen doch noch eine Liste unterkommt oder vielleicht das Verteidigungsministerium. Da hatte ich jetzt eine Regung im Saal, aber nicht gesehen, ob das eine Wortmeldung war. Nein, war es nicht. Gibt es an dieser Stelle weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Herr Feldhoff. Herr Büchner, Frau Sasse, die amerikanische Regierung hat jetzt am letzten Wochenende gesagt oder in den Raum gestellt, dass es eine Destabilisierungsoperation Russlands gegenüber der Ukraine gäbe, um die russische, zumindest Teile der Ukraine, so zu destabilisieren, um einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, wie schon auf der Krim, zu rechtfertigen. Teilt die Bundesregierung diese Haltung? Herr Feldhoff, wir haben entsprechende Meldungen natürlich zur Kenntnis genommen, aber wie es auch gute Praxis ist, nimmt die Bundesregierung zu etwaigen nachrichtlichen, dienstlichen Erkenntnissen nicht öffentlich Stellung. Was man vielleicht generell sagen kann, ist, dass man vor diesem gesamten Bild, das sich ergibt, dass es sehr gut ist, dass jetzt alle mit allen in intensiven Gesprächen sind, in den verschiedenen Formaten. Und dazu dient ja eben auch der Besuch der Außenministerin heute in der Ukraine. Das ist ja nicht nur eine nachrichtendienstliche Erkenntnis, das ist vielleicht die Grundlage dessen, das ist ja vor allem auch eine politische Erkenntnis, dass Russland offensichtlich diese Strategie fährt, wie sie sie auch schon in der Krim angewandt hat. Teilt die Bundesregierung diese Einschätzung? Über das hinaus, was ich Ihnen gerade gesagt habe, kann ich mich hier nicht einlassen. Herr Jessen dazu. Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Der ukrainische Botschafter hat die Außenministerin aufgefordert und die gesamte Bundesregierung, den Weg freizumachen für Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Verhinderung solcher Waffenlieferungen bezeichnete Herr Melinek ausdrücklich als unterlassene Hilfeleistung. Wie reagieren Sie auf diese ziemlich massive Forderung und Bewertung? Ja, und sind die Äußerungen von Botschafter Melnik selbstverständlich bekannt? Sie sind für uns auch nichts Neues, denn die ukrainische Regierung hat auch in den vergangenen Wochen immer wieder diese Position deutlich gemacht. Das ist eine Position, die selbstverständlich heute auch Teil der Gespräche der Außenministerin in Kiew sein wird. Man wird unter anderem über diese unterschiedlichen Sichtweisen und Forderungen oder Erwartungen sprechen. Was das Inhaltliche angeht, Herr Jessen, kann ich leider nicht über das hinausgehen, was die Ministerin selber in Washington dazu schon gesagt hat. Sie hat selber deutlich gemacht, dass es die Position der Bundesregierung ist, eine restriktive Rüstungsexportpolitik zu verfolgen und dass wir in anderen Bereichen, und diese Bereiche hat sie selber ausgeführt, auf die war ich eben schon eingegangen, als Frau Rosbach ihre Frage gestellt hat, dass wir Unterstützungsleistungen in anderen Bereichen leisten, die sich auch auf das Militär beziehen. Nachfrage, das bedeutet, trotz der sich verändernden, auch verschärfenden Sicherheitslage, tritt Deutschland dem Gedanken einer Zustimmung zu Waffenlieferungen an die Ukraine sozusagen keinen Millimeter näher. Ist das richtig? Unsere Position hat sich nicht verändert in dieser Frage. So, ich sehe jetzt Herr Jung zu diesem Thema auch. Hat die ukrainische Seite mal wissen lassen, was sie so an Rüstung braucht und wie viel Wert das haben soll? Herr Jung, da muss ich Sie um Verständnis bitten. Das sind vertrauliche Gespräche, die wir mit der ukrainischen Seite führen. Und wir wollen diese Vertraulichkeit auch wahren. Aber die ukrainische Seite sagt schon, was sie an deutscher Rüstung haben wollen. Ich kann Ihnen dazu zu den Details dieser Gespräche, die wir mit der Ukraine auch zum Thema Rüstungsexporte, Waffenlieferungen führen, keinerlei Informationen bereitstellen. Dann Herr Fiebiger mit einem neuen Thema an das Wirtschaftsministerium und dann würde ich zu Corona wechseln. Aber erst diese Frage noch. Ja, Frau Ungrath, eine Frage zu einem Thema, das heute auch die Börse beschäftigt, nämlich
die Übernahme oder die geplante Übernahme des Münchner Waferherstellers Siltronic durch ein taiwanesisches Unternehmen. Das ist seit einem Jahr etwa oder seit gut einem Jahr in der Prüfung des Bundeswirtschaftsministeriums. Wann ist da mit einer Entscheidung zu rechnen und was sind offensichtlich die Bedenken, die im Ministerium da sind? Geht es da mehr um außenpolitische Bedenken oder um sicherheitspolitische Bedenken? Ja, Einzelheiten im Rahmen von Investitionsprüfungen kann ich grundsätzlich nicht kommentieren. Das ist ja bekannt und daher auch keine Kommentierung zum Stand des Verfahrens abgeben. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass hier auch die Außenwirtschaftsverordnung genannten Fristen für die Prüfung und die dort genannten Vorgaben für die Investitionsprüfung gelten. Investitionsprüfverfahren beinhalten häufig sehr komplexe Fragestellungen und Fragen und Materien, die einer genauen Prüfung bedürfen. Das hält noch an. Das läuft derzeit noch. Nachfrage dazu, ja. Und ist damit zu rechnen, dass es bis Ende des Monats ein Ergebnis gibt, weil die Bedingungen für das Übernahmeangebot ja tatsächlich voraussetzen würden, dass es bis Ende des Monats geregelt ist? Dazu gilt das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich zur Einzelheit nicht sagen kann. Das betrifft auch die Dauer der Überprüfung. Ich komme einmal zu dem Themenkomplex Corona, beginne mit digitalen Fragen und nehme an dieser Stelle gleich mal zwei zusammen. Einmal von der Kollegin Frisch von der Ärztezeitung, die zum Corona-Bonus für medizinisches Fachpersonal fragt. Minister Lauterbach hat am Freitag über ein Bonussystem für Arztpraxen gesprochen. Welche Praxen sollen einbezogen werden und bekommen auch die medizinischen Fachangestellten einen Bonus? Und der Kollege Steffen von Zeit Online fragt auch nach den Berufsgruppen, die davon eingeschlossen sind und ist weiterhin an bis zu 3.000 Euro gedacht und in welcher Form soll der Bonus geregelt werden, gesetzlich oder in einer Verordnung? Ja, vielen Dank für diese Fragen. An der Stelle muss ich tatsächlich darauf hinweisen, dass die Details noch offen sind. Minister Lauterbach hat gesagt, dass wir das zeitnah auf den Weg bringen werden. Aber da sind natürlich Detailfragen zu klären. Wer ist besonders von der Pandemie betroffen? Wer erhält den Bonus? Und darauf ableitend lassen sich dann erst alle Fragen beantworten. Und auf dem Weg der Regelung, können Sie dazu was sagen, ob das gesetzlich oder in Form einer Verordnung geregelt werden soll? Das fällt auch zu den Prüfaufträgen, die jetzt im Ministerium abgearbeitet werden. Okay, Herr Jung im Saal. Aber habe ich das richtig verstanden, dass ein Bonus auch für Arztpraxen im Gespräch ist, obwohl nicht alle Pflegekräfte in Deutschland einen Bonus bekommen sollen? Nein, das haben Sie an der Stelle nicht richtig verstanden. Ich habe gesagt, dass die Prüfung noch völlig offen geführt wird an der Stelle, wer letztlich von einem Pflegebonus profitieren wird. Obwohl der Minister schon gesagt hat, dass nicht alle Pflegekräfte einbekommen sollen. Also es kann sein, dass die Prüfung immer noch ergibt, dass doch alle Pflegekräfte belastet waren und sind. Der Minister hat ja deutlich gesagt, dass es einen Bonus geben muss, der auch von der Höhe her den besonderen Aufwand in der Pandemie zweckmäßig berücksichtigt. Von daher wird man nicht per se alle Personen, die in Deutschland in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Pandemie beschäftigt waren, den Bonus zukommen lassen. Der Kollege Heller vom Korrespondentenbüro Herholz fragt digital BMG oder an Sie gerichtet, Herr Büchner, ob die Bundesregierung inklusive Herrn Lauterbach die Auffassung von Herrn Drosten und anderen Experten teile, dass die Pandemie unter dem Eindruck von Omikron gegen Ende des Jahres in einen beherrschbaren, endemischen Zustand übergehen könnte. Also soll ich anfangen? Also grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass wir die jetzt laufende Omikron-Welle und auch die Pandemie sehr ernst nehmen. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie nachzulassen in den Anstrengungen, was die Impf- und Booster-Kampagne angeht. Man kann gar nicht laut genug und gar nicht oft genug sagen, jede einzelne Impfung zählt, egal ob es eine Erstimpfung ist oder eine Booster-Impfung. Das ist unser bestes Mittel, in dieser Pandemie voranzukommen und auch irgendwann herauszukommen. Und deshalb möchte ich diesen Appell, den ja auch der Bundeskanzler in der Regierungsbefragung nochmal an die Bevölkerung gerichtet hat, hier gerne nochmal unterstreichen. Möchten Sie, Herr Deffner, noch was ergänzen?
Ja, vielleicht ergänzend dazu nur, das war ja auch am Freitag schon Thema hier mit Herrn Lauterbach, Herrn Drosten und Herrn Wieler. Das Entscheidende ist, und da sind sich ja auch alle einig, dass wir die Impflücke schließen. Ich glaube, Herr Drosten hatte das auch in seinem Interview so ganz konkret benannt, dass das eben wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir mit der jetzt sich aufbauenden Omikron-Wand oder Berg, Hügel, den Weg hin zum Ende der Pandemie schaffen können. Das Entscheidende ist eben, die Impflücke zu schließen. Herr Lauterbach hat rechtzeitig ausreichend Booster-Impfstoff beschafft. Jeder kann sich zu jeder Zeit impfen lassen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Pandemie endlich zu einem relativ guten Ende zu führen. Frau Rosbach? Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu der Tatsache, dass Herr Lauterbach ja nun doch nicht aktiv mitwirkt an einem der geplanten Gruppenanträge im Bundestag. Er hatte das ja damit begründet, dass das Ministerium neutral sozusagen auch andere beraten müsste, bis hin zu Formulierungsvorschlägen. Nun war es aber so, dass sein Vorgänger im Amt das ja anders gehandhabt hat beim Thema Organspende. Und damals Herr Lauterbach ja auch mit dem Abgeordneten Spahn einen Vorschlag gemacht hat und das ja offensichtlich unkritisch fand, dass er da mit dem Minister zusammenarbeitet, der aber das in seiner Funktion als Abgeordneter gemacht hat. Waren seine Erfahrungen da irgendwie dann doch nicht so gut, dass er sagt, das will er nicht so handhaben? Also so richtig eindeutig erscheint mir das nicht. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt rückblickend in irgendeiner Form wesentlich wäre für den Umgang jetzt mit der Erarbeitung einer allgemeinen Impfpflicht. Das Entscheidende ist, und da sind ja die Aussagen von Herrn Lauterbach auch wirklich gut und hilfreich an der Stelle, dass das Bundesgesundheitsministerium jedem Antragsteller zuarbeiten wird, und zwar mit voller Kraft und der kompletten Expertise des Ministeriums. Nachfrage dazu. Und Frau Rosbach, könnten Sie ein bisschen direkter ins Mikro sprechen, wenn man es digital schlecht versteht? Tut mir leid. Ich würde noch mal nachfragen wollen, aber offensichtlich hat ja Herr Lauterbach den Eindruck, dass es eilt. Also wenn ich seinen Äußerungen folge, sagt er ja, man müsse jetzt rasch eine Impfpflicht einführen, damit die im Herbst wirken kann, damit man eben diesen Weg gehen kann. Und tatsächlich verzögert sich ja der Prozess nun enorm. Also ist es nicht doch an der Zeit, dass der Minister eine aktivere Rolle einnimmt? Also nach meinem Kenntnisstand gibt es ja bereits Fraktionen, die dabei sind, Anträge zu erarbeiten. Von daher ist das ja auf den Weg gebracht. Also ein eigener Antragsentwurf des Ministeriums ist aus meiner Sicht an der Stelle auch zusätzlich nicht erforderlich. Herr Wackett? Ich habe eine Frage zum Impfen mit Johnson & Johnson. Es gibt ja Menschen, die sich jetzt zweimal mit Johnson & Johnson haben impfen lassen, sozusagen als Booster. Ist das denn aus Ihrer Sicht damit abgeschlossen oder gibt es eine Empfehlung, ich konnte das auch bei der STIKO nicht finden und auch andere fragen sich das, dass man dann nochmal eine dritte Impfung über die zwei Johnson & Johnson-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff hinaus macht? Ja, das ist vielleicht sprachlich ein wenig durcheinander geraten in den letzten Wochen. Also die STIKO hat eine Empfehlung abgegeben zu den Johnson & Johnson Erstgeimpften, dass sie gesagt haben, zur Optimierung der Grundimmunität mit Johnson & Johnson ist eine Zweitimpfung, möglichst mit einem mRNA-Impfstoff, sinnvoll. Und um dann sozusagen den Schritt hin zur Boosterung, wie wir es bei den doppelt Geimpften mit anderen Impfstoffen haben, ist dann die Empfehlung, eine dritte Impfung zu erhalten. Ah, genau, also auch für den Fall, dass man schon zweimal mit Johnson & Johnson geimpft wird, wird empfohlen, eine dritte Impfung dann vermutlich mit einem mRNA-Impfstoff zu machen. Genau, und die dritte Impfung wäre dann der Booster. Das ist im Allgemeinsprachgebrauch. Ja. Ein Hinweis an den Kollegen Mosen von AP Digital. Ich, der auch nach dem Übergang in die endemische Phase fragt, ich sehe die Frage als beantwortet. Wenn Sie das anders sehen, dann geben Sie mir gerne noch mal einen Hinweis digital. Und ich bin im Saal bei Herrn Jessen. Ja, da Sie eben sagten, die Maßnahmen würden dazu beitragen, die Pandemie zu einem guten Ende, das war der Begriff, zu führen. Wie definieren Sie das gute Ende der Pandemie? Ist es
die Erklärung, dass man sich jetzt in einem endemischen Zustand befinde? Oder was wäre substanziell das gute Ende der Pandemie? Ich habe es ja deshalb auch extra mit dem Zusatz relativ gutes Ende eingegrenzt, weil ich glaube, dass wir jetzt nach gut 2 Jahren dieser pandemischen Situation nicht vom wirklich guten Ende sprechen können mit vielen Toten und schwer Erkrankten. Also von daher relativ gut soll der Hinweis darauf sein, dass wir diesen Übergang zu einem Leben mit dem Virus, wie wir es in der endemischen Phase dann hätten, hinbekommen können. Ja, das war meine Frage. Mir ging es um das Ende, nicht um das gute Ende. Ja. Ist für Sie, wenn der Übergang in die endemische Situation geschafft ist, richtig? Ja. Was meinen Sie damit? Ja. Der Kollege Reitschuster fragt digital, nicht konkret adressiert. Er bezieht sich auf eine Aussage von Herrn Drosten am Freitag, der sagte, wir werden nicht auf Dauer über alle paar Monate die Bevölkerung nachimpfen können, ob die Bundesregierung diese Auffassung teilt. Die Bundesregierung und Minister Lauterbach haben immer klar gemacht, dass wir uns an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Das ist das Entscheidende gerade in der Pandemie und daran wird sich auch nichts ändern. Wir gehen zum Stand jetzt davon aus, dass wir keine, wie da genannt, monatlichen Impfungen brauchen werden. Herr Jung, war Ihre Frage auch zu dem Themenkomplex noch? Ja? Da es ja zum Beispiel ab heute in Berlin eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gibt, würde mich interessieren, wie viele, ich glaube, das ist ans BMAS gerichtet, wie viel Geld Hartz-IV-EmpfängerInnen monatlich aktuell für FFP2-Masken zur Verfügung stehen? Dann wechseln wir einmal. So, hallo, Herr Jung, danke für die Frage. Sie wissen ja, dass der Regelsatz für die Grundsicherung eine Pauschale ist. Das beruht auf der EVS, die alle 5 Jahre festgelegt wird. In Jahren, in denen es keine neue EVS gibt, werden die Regelsätze fortgeschrieben mit einem Index aus den Preisveränderungen und aus den Lohnveränderungen. Und wenn Sie FFP2-Masken jetzt konkret ansprechen, wir sind uns sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie für ökonomisch schwache Haushalte eine Herausforderung darstellt. Sie wissen auch, dass es in der vergangenen Zeit verschiedene Unterstützungsmaßnahmen gegeben hat seitens der Bundesregierung, seitens unseres Ministeriums. Denken Sie an den Corona-Zuschuss für Grundsicherungsempfänger oder an Bonuszahlungen für Kinder. Es hat auch kostenlose FFP2-Masken gegeben. Und ich verweise auch auf entsprechende Länderinitiativen, die Masken kostenlos verteilen. Zum Beispiel auch in Berlin. Die kenne ich. Ich hatte aber gefragt, ob im Hartz-IV-Satz Geld für FFP2-Masken zur Verfügung steht oder ob sich die Leute, wie bei der alten Regierung, wie es immer gesagt wurde, die Leute sich das absparen müssen von diesem wenigen Geld. Also ich habe deutlich gemacht, wie der Grundsicherungssatz zusammengestellt ist. Der ist als Pauschale vorgesehen. Wir schreiben niemandem vor, wie er dieses zu verwenden hat. Und ich verweise noch einmal darauf, dass es diverse Unterstützungsleistungen gibt, weil wir natürlich wissen, dass Corona eine große Herausforderung gerade für diese Haushalte ist. Und da hat es auch entsprechende Maßnahmen seitens der Bundesregierung gegeben. Ich würde gerne noch mal zum BMG zurückkommen. Es geht noch ein wenig weiter mit diesem Themenkomplex. Die Kollegin Hoffmann vom ZDF fragt, es scheint Verwirrung nach der neuen Verordnung zu geben, ab wann jemand als genesen gilt, nach 3 oder nach 6 Monaten oder gibt es eine Sonderregelung bei Quarantäne? Das RKI legt und hat es auch bekannt gemacht auf seinen Internetseiten Empfehlungen fest, wer als genesen gilt. Und die neue Empfehlung, die seit
Freitag gilt und auf die bezieht sich auch die Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung für die Quarantäne und Isolation. Die besagt, dass man einen genesenen Status von 3 Monaten besitzt. Der Hintergrund ist, dass aufgrund der jetzt vorherrschenden Omikron-Variante ein sehr viel größeres Risiko besteht, nach dieser Zeit zu erkranken bzw. Überträger zu sein. Und von daher ist diese Verkürzung auf 3 Monate aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt. Und zum anderen Teil der Frage, die 6 Monate, die galt tatsächlich vorher, solange man mit dem bis dahin vorherrschenden Delta-Virus umgehen musste. Ich nehme jetzt nochmal auf die Frage des Kollegen Mohsen von AP, der das nochmal ein bisschen konkretisiert hat. Er bezieht sich auch auf den Übergang in den endemischen Zustand und bezieht sich dabei auf einen Vorschlag des spanischen Ministerpräsidenten. Hält die Bundesregierung das in absehbarer Zukunft für einen gangbaren Weg? Und jetzt konkret nochmal, soll das auch Thema der Gespräche mit Ministerpräsident Sanchez sein? Ja. Also Minister Lauterbach hat mehrfach und wiederholt auch zuletzt am Freitag deutlich gemacht, dass wir uns nicht mit anderen Ländern vergleichen können und dürfen. Schlicht deshalb, weil wir insbesondere auch bei den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch zu viele Ungeimpfte haben. Von daher ist der Ansatz, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, möglichst schnell, möglichst viele Menschen zu impfen, zu boostern, damit wir dann durch dieses Schließen der Impflücke den Ausgang finden. Und von daher ist das der, als Hinweis auf die spanische Variante eben nicht vergleichbar. Vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass, wie Sie wissen, der Bundeskanzler heute zu seinem Antrittsbesuch in Madrid ist und um 16 Uhr wird es dort voraussichtlich eine Pressekonferenz geben des Bundeskanzlers mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Und selbstverständlich werden dort auch wieder alle aktuellen Fragen zwischen den Regierungschefs beraten und im Anschluss dann auf der Pressekonferenz auch besprochen. Der Kollege Reitschuster fragt an das BMG gerichtet, trifft es zu, dass der Genesenenstatus auf 3 Monate verkürzt wurde? Das hatten wir gerade. Und wenn ja, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage, wenn andere Länder ihn gleichzeitig verlängern? Dazu hatten wir gerade alles gesagt. Weitere Fragen kann er gerne ans RKI richten. So, dann habe ich jetzt digital, wenn ich das richtig sehe, eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex, auch ans BMG. Herr Lauterbach hat am Freitag Herrn Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen. Was war Gegenstand des Gesprächs? Da muss ich im Moment tatsächlich passen, das weiß ich nicht. Können wir gerne nachreichen. Das hat der Vollständigkeit halber die Kollegin Misselbeck vom Ärztenachrichtendienst. So, gibt es im Saal noch Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann mache ich jetzt mal weiter, nochmal digital bei Frau Küffner von der Deutschen Welle, die zu Telegram fragt. Ich vermute an das Innenministerium, ja. Ministerin Faeser hatte bereits mit der Abschaffung von Telegram in Deutschland gedroht. Wie lange wird Deutschland die Nicht-Kooperation von Telegram noch hinnehmen? Wie nah ist Telegram an der Abschaltung in Deutschland? Ja, wir haben dazu eigentlich schon ausführlich Stellung genommen. Wir, das BMI, auch andere Ressorts, vielleicht will das Justizministerium gleich auch noch ergänzen, sind hier innerhalb der Bundesregierung im Gespräch. Wir sind auch innerhalb der EU mit unseren Partnern im Gespräch, wie mit Telegram insgesamt umzugehen ist. Und einen Zeitplan kann ich jetzt aus diesen Gesprächen an dieser Stelle noch nicht mitteilen. Ja, auch ich möchte dem Eindruck entgegentreten, dass da irgendwie in einer Weise, wie war die Formulierung, das hingenommen werden würde. Also man muss 2 Dinge unterscheiden, das hatten wir auch in der letzten Woche bereits deutlich gemacht. Zum einen geht es um Straftaten, die über die Plattform begangen werden. Die sind
konsequent zu verfolgen. Das liegt in der Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden der Länder und die tun das auch. Und das Zweite ist, aus unserer Sicht erfüllen bestimmte Funktionen des Anbieters Telegram die Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und insofern ist ja auch schon ein Anhörungsverfahren, das betrieben wird und das aktuell noch läuft. Zu beiden Aspekten hatten wir uns aber auch schon hinlänglich geäußert. Ich nehme jetzt noch eine zweite Frage von Frau Küffner zu einem anderen Themenkomplex dazu, die schon lange offen ist, auch an das BMI. Die Ministerin hat eine Koalition der Willigen angekündigt und will in der EU darauf hinwirken, sich dafür einsetzen. Welche legalen Wege für Migration will sie dabei schaffen? Ja, vielleicht kurz einen Schritt zurück. Wie Sie wissen, hat Frankreich Anfang des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und hat in diesem Rahmen angekündigt, das gemeinsame europäische Asylsystem schrittweise voranbringen zu wollen. Das ist wichtig, also schrittweise. Das ist ein Ansatz, den die Ministerin, den wir unterstützen. Ich will an dieser Stelle vielleicht einfach nur Bezug nehmen auf das, was sie am Freitag selber gesagt hat. Wir unterstützen den Ansatz der französischen Ratspräsidentschaft, die Reform des europäischen Asylsystems schrittweise voranzubringen. Das ist eine Chance, die verhärteten Fronten aufzubrechen und zu einem Kompromiss zu kommen. Und jetzt sagt sie eben, wir können uns vorstellen, auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem, zu einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten voranzugehen. Also das ist etwas, was hier als Möglichkeit in den Raum gestellt wird, aber es gibt noch keine konkreten Planungen, das jetzt auch direkt umzusetzen. Wie gesagt, es handelt sich um etwas, was innerhalb der französischen Ratspräsidentschaft, innerhalb dieser Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems jetzt erörtert wird. Aber können Sie jenseits von konkreten Planungen etwas sagen, welche legalen Wege der Migration dabei im Blick genommen werden? Das wird Gegenstand der Gespräche sein. Ich habe noch eine Frage zu Telegram, die jetzt digital noch hinterherkam. Der Kollege Reitschuster fragt an das BMI gerichtet, Apple und Google zensieren auf Telegram bestimmte Gruppen. Geschieht dies auf Anregung der Bundesregierung? Ist sie diesbezüglich mit beiden Konzernen in Kontakt? Also mir sind keine Anweisungen bekannt an Apple und Google in dieser Hinsicht. Wenn wir da was nachzureichen haben, würde ich das nachreichen. Aber mir sind keine Anweisungen in diesem Sinne bekannt. Und der Kollege Steiner von Europe Table fragt, was meint Ministerin Faeser konkret mit Abschaltung? Die Ministerin hat gesagt, dass hier alle Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Als Ultima Ratio. Herr Reitschuster bezieht sich jetzt nochmal auf eine vorher gestellte Frage. Herr Reitschuster, ich sehe das anders. Die hatte ich schon vorgetragen. Das war die Einschätzung von Herrn Drosten. Das hatten wir vorgetragen und beantwortet. Ich habe jetzt Herrn Jessen und Herrn Jung mit neuen Themen auf der Liste. Beziehungsweise lassen Sie mich nochmal kurz fragen, gibt es zu den genannten Themenkomplexen jetzt noch offene Fragen, dass wir so ein bisschen bündeln? Das sehe ich nicht. Dann Herr Jessen. Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt und ans BMI. Thema Ortskräfte. Entwicklungsministerin Schulze hat am Wochenende erklärt, allein für ihren Bereich seien, ich glaube, 12.500 Aufnahmezusagen für Deutschland gegeben worden. Sie arbeite auch in Zusammenarbeit mit den Taliban daran, das zu realisieren. Frage ist, wie sehen die entsprechenden Zahlen für das Auswärtige Amt und das BMI aus, sodass wir auf eine Summe von ehemaligen Ortskräften und deren Kernfamilien kommen können. Ich gucke jetzt einfach in die Runde, wer sozusagen beginnen will. Es war
Ich fange gerne an. Es geht ja um das Thema Afghanistan insgesamt. Herr Jessen, da will ich an dieser Stelle nur noch mal die Gelegenheit auch nutzen, weil das sicherlich auch viele andere hier an dieser Stelle interessiert, dass wir weiterhin sehr, sehr darum bemüht sind. Sie wissen, dass Ausreisen aus Afghanistan zu ermöglichen, das betrifft insbesondere natürlich auch den Landweg über Pakistan. Insgesamt haben wir nach aktuellem Stand 7.536 Visa nach § 22 Aufenthaltsgesetz für afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige erteilt. Sie sehen also, die Zahl steigt kontinuierlich. Wir hatten hier an dieser Stelle schon öfter darüber berichtet und wollen es einfach noch mal deutlich machen, weil wir natürlich auch wissen, dass die humanitäre Lage in Afghanistan weiterhin sehr, sehr angespannt ist und die Menschen einfach in Not sind. Was die Lage der Ortskräfte angeht, müsste ich Ihnen die ganz konkrete Zahl der Ortskräfte, die noch vor Ort sind, soweit wir das beziffern können, nachreichen. Kann ich an dieser Stelle gerne tun oder bilateral, wie Sie möchten. Aber da auch noch mal der grundsätzliche Hinweis, dass wir weiterhin uns sehr, sehr stark für die Ortskräfte einsetzen und die Ministerin hier mit voller Energie und voller Leidenschaft auch bei dem Thema dabei ist. Sie wissen, dass sie vor Weihnachten am 23. Dezember 2021 hierzu eine Pressekonferenz gegeben hat und einen Aktionsplan vorgestellt hat. Sie wissen auch, dass im Koalitionsvertrag ein humanitäres Aufnahmeprogramm vereinbart ist. Und auf all diese Bemühungen als Gesamteindruck möchte ich an dieser Stelle noch mal hinweisen. Ist das eine Nachfragemeldung? Nee. Also zum einen wäre ja noch der Antwortteil von Herrn Dr. Wiede und dann kommt die Nachfrage. Für das BMI kann ich sagen, dass wir eine mittlere zweistellige Zahl an ehemaligen Ortskräften haben, die also BMI-Ortskräfte, die sich aktuell noch in Afghanistan aufhalten. Der Frau Schulze hatte ja für ihren Bereich eine sehr konkrete Zahl von Aufnahmezusagen genannt, nämlich diese 12.500. Jetzt gehe ich davon aus, dass das für die anderen Bereiche auch als konkrete Zahl möglich sein sollte. Da bitte ich um Nachlieferung. Die Nachfrage ist, bleibt es dabei, dass im Wesentlichen befristete Aufenthaltstitel für diejenigen, denen man eine Zusage gegeben hat, erteilt werden? Also die Ortskräfte erhalten im Rahmen des Ortskräfteverfahrens eine Aufnahmezusage. Und damit dürfen sie in Deutschland einreisen, beziehungsweise im Rahmen des Visumsverfahrens. Eine zeitliche Begrenzung ist mir in diesem Zusammenhang nicht bekannt. Herr Jung, war das auch dazu? Ja, geht schon. Weil das ist ja was Neues. Es war sonst immer so, dass die Aufenthaltstitel befristet waren, Herr Wede. Sie müssen ja unterscheiden zwischen der Aufnahmezusage und dann dem Aufenthaltstitel nach § 22 Aufenthaltsgesetz. Also Sie bekommen eine Aufnahmezusage, damit dürfen Sie einreisen. Und wenn Sie dann in Deutschland sind, haben Sie erstmal für 3 Jahre einen Aufenthaltstitel. Genau, das ist ja die Frage, warum wird das nicht geändert? Weil es gibt viele Afghanen, die dann Angst haben, dass ihnen der Aufenthaltstitel entzogen wird und sie wieder zurück müssen in das Land, vor dem sie geflüchtet sind. Im Anschluss an diesen Zeitraum wird erneut geprüft, ob die Voraussetzungen dieses Aufnahmetitels noch bestehen. Wenn die Voraussetzungen noch vorhanden sind, dann wird natürlich auch weiterhin eine Aufnahme, ein Aufenthaltstitel gewährt. Herr Lücking? Ja, meine Frage geht auch in die Richtung, und zwar noch mal zum Begriff Kernfamilie. Wie ist der in der aktuellen Koalition definiert und nach welchen Kriterien wird entschieden, wer zur Kernfamilie gehört, wenn beispielsweise 22-jährige Kinder nicht mitgenommen werden, aber zum Beispiel pflegebedürftige ältere Menschen mitgenommen werden dürfen? Ich suche seit Monaten nach einem echten, harten Kriterienkatalog, entlang dessen man prüfen kann, wer im Rahmen der Kernfamilie in Frage kommt und wie die Entscheidungen getroffen werden. An wen richtet die Frage sich? Sie gucken jetzt aufs AAA, aber ich hätte... Das würden wir beim BMI sehen. Also der Begriff der Kernfamilie ist erstmal unabhängig von dem Ortskräfteverfahren festgelegt. Und mir ist da auch kein neuer Stand bekannt. Sie kennen die bisherige Definition, die ist bislang nicht verändert.
Könnten Sie die gerade noch mal darstellen? Also die Kernfamilie sind ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, die eigenen unverheirateten minderjährigen Kinder und alles darüber hinaus wären dann Ausnahmefälle im Rahmen eines Härtefalles. Dann würde ich auch bitten, diese Härtefallbestimmungen noch mal zu formulieren und zu erhalten. Vielen Dank. Also wie Sie vielleicht wissen, ist es ja so, dass jedes Ressort für sich entscheidet, ob ein Härtefall vorliegt oder nicht. Da kann ich Ihnen jetzt nicht einen einheitlichen Kriterienkatalog für alle Ressorts nennen. Unmittelbar dazu noch mal. Ich komme gleich zu Ihnen, Herr Jung. Das ist ein bisschen widersprüchlich, denn wenn ein Ressort dann sehr lax entscheidet, ein anderes Ressort dann sehr großzügig, wie möchten Sie denn dann Rechtssicherheit gewährleisten, und zwar über alle Ressorts hinweg? Das muss ja im Interesse der Bundesregierung sein, dass nicht Härtefallregelungen bei der Bundeswehr vielleicht großzügiger sind, als sie beim Innenministerium ausfallen. Da kann es doch eigentlich ohne einen Kriterienkatalog gar nicht funktionieren. Herr Lücking, jedes Ressort kennt seine Ortskräfte am besten, kennt die Fälle am besten, kennt auch die Anträge am besten und ist damit auch am besten in einer Position, um über diese Fälle zu entscheiden. Herr Jung. Nun eine Lernfrage, weil das auch hier schon mal Thema war. Sie hatten jetzt gerade auf die unverheirateten Minderjährigen angesprochen, die zur Kernfamilie gehören. War es bisher nicht so, dass auch unverheiratete Frauen über 18 zur Kernfamilie gehören, aber interessanterweise unverheiratete Männer über 18 nicht? Ich habe Ihnen, Herr Jung, die Definition, die allgemeine Definition der Kernfamilie genannt. Wie gesagt, das ist die allgemeine Definition, die jetzt nicht nur im Rahmen des Ortskräfteverfahrens besteht, sondern auch darüber hinaus. Im Einzelfall, im Rahmen von Härtefällen, kann das mal so oder so angewendet worden sein. Aber die allgemeine Definition habe ich Ihnen genannt. Aber jetzt bezogen auf die afghanischen Ortskräfte, ist es falsch, dass zur Kernfamilie bei den afghanischen Ortskräften auch unverheiratete Frauen über 18 gehören und Männer nicht? Ich habe Ihnen die allgemeine Definition der afghanischen... Das war aber nicht meine Frage. Der Kernfamilie habe ich Ihnen genannt. Ich glaube, das war auch deutlich. Herr Jung, sehe ich das richtig, dass Sie noch eine andere Frage zu einem anderen Themenkomplex hatten? Ja. Dann nehmen wir die jetzt dazu, weil ich dann keine weiteren habe. Herr Jessen schon und hier auch noch. Okay, aber wir machen jetzt trotzdem da mal weiter. Okay. Geht um Mali. MINUSMA hat angekündigt oder gesagt, dass die Flüge gestrichen wurden, beziehungsweise dass alle Flüge nach und von Mali gestoppt wurden. Können Sie das bestätigen? Wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung und was hat das für den Bundeswehreinsatz für Folgen? Herr Kollatz, ich glaube, das betrifft unsere beiden Ressorts. Vielleicht kann ich aber die Gelegenheit doch noch einmal nutzen, um mit Blick auf Afghanistan noch einmal deutlich zu machen, unabhängig jetzt von der Frage, auch wenn ich hier zurückspringe bei dem Thema, Sie gucken fragend, Herr Jung, ich muss noch mal ganz, wir brauchen sowieso Zeit, bis Herr Kollatz hier aufs Podium gekommen ist, was inzwischen der Fall ist, aber ich möchte doch noch mal deutlich machen, Sie, auch was die Lage der Frauen angeht, Sie wissen, dass die eine andere ist als von Männern in Afghanistan, allein das ist natürlich ein Faktor, der bei den Bewertungen eine Rolle spielt. Und ich darf Ihnen noch mal versichern, dass die Innenministerin und die Außenministerin, das haben wir an verschiedenen Stellen schon mal in der Vergangenheit deutlich gemacht, in sehr, sehr engem Austausch da zum Thema Afghanistan stehen und sie beide einig sind, dass sie die Bemühungen beschleunigen wollen zur Evakuierung von Schutzbedürftigen von Ortskräften. Und das betrifft, ich glaube, es ist an dieser Stelle rechtlich wichtig, dass man sich an Definitionen aufhängt, aber das darf nicht dazu führen, dass man das Gesamtbild im Blick behält. Und das Gesamtbild ist, dass wir uns als Bundesregierung weiterhin sehr, sehr intensiv bemühen, die Bemühungen zu beschleunigen, zu intensivieren und insbesondere denjenigen Frauen, Mädchen und allen sonstigen Schutzbedürftigen, die wir als besonders schutzbedürftig identifiziert haben, denen die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen. So, jetzt gibt es noch mal Nachfragen dazu. Dann würde ich das jetzt gerne eine noch dazu nehmen, Herr Lücking. Und dann machen wir bei Ihrer Frage weiter, Herr Jung. Frau Sasse, aber können Sie das mit dem Gleichheitsgrundsatz übereinbringen, warum eine Frau schutzbedürftiger ist, wenn sie in einer lebensbedrohlichen Situation in Afghanistan ist, als ein junger Mann, der in einer lebensbedrohlichen Situation in Afghanistan ist? Herr Lücking, da kann man doch nicht differenzieren.
Ich habe, glaube ich, gerade an dieser Stelle deutlich gemacht, dass es nicht um die rechtliche Einstufung geht. Dafür sind andere auch zuständig, diese rechtliche Einstufung vorzunehmen. Ich wollte einfach nur noch einmal betonen, dass der Außenministerin ganz besonders sehr am Herzen liegt oder sie sich der Lage insbesondere von Frauen und Mädchen in Afghanistan bewusst ist und auch von sonstigen Schutzbedürftigen und dass sie wirklich mit aller Kraft daran arbeitet, die Lage von genau diesen Schutzbedürftigen zu verbessern. So, dann kommen wir jetzt zu der Frage von Herrn Jung, die sich an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium gerichtet hat. Den Einstieg der Frage habe ich leider nicht komplett verstanden. Sie sagten, MINUSMA hätte erklärt, dass es Flugverbote gäbe. Flights have been suspended, hat MINUSMA gemeldet. Also die Flüge nach und von Mali in Sachen oder von MINUSMA sind eingestellt. Kann ich im Moment keinen Hintergrund zu liefern. Das wissen Sie nicht? Das war eine Meldung von gestern. Ich kann da vielleicht an der Stelle aushelfen, Herr Kollatz. Es ist so, es ist richtig, Herr Jung, seit dem vergangenen Donnerstag hat Mali zahlreiche Flüge von MINUSMA inklusive der Drohnenflüge untersagt. Ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, dass medizinische Notfallflüge MEDEVAC davon nicht betroffen sind. Und es ist so, dass die Vereinten Nationen, ich habe erwähnt, es geht um MINUSMA, Sie hatten es selber auch erwähnt, dass die Vereinten Nationen und die Leitung der Mission MINUSMA diesen Vorgang mit den malischen Stellen umgehend aufgenommen haben und das weitere Vorgehen besprechen. Über das Ergebnis dieser Gespräche kann ich an dieser Stelle noch nicht berichten. Und ich kann ergänzen, dass es dazu auch noch keinerlei Meldung gibt über Auswirkungen auf die Operationen vor Ort. Herr Fiebiger. Ich hätte noch mal ein anderes Thema, und zwar die Kündigung von Stromverträgen durch Energieversorger. War letzte Woche ja schon mal kurz ein Thema. Jetzt hat die SPD-Politikerin Nina Scheer noch mal Regulierungen gefordert. Meine erste Frage ist ganz banal, wer ist denn dafür zuständig? Also ist es jetzt eher BMU mit Verbraucherschutz oder ist es eher Justiz oder ist es eher Wirtschaft wegen der Verantwortung für die Bundesnetzagentur? Und die zweite Frage richtet sich dann an den Zuständigen. Ist an eine solche Regulierung von Energieversorgungsverträgen an eine zusätzliche Regulierung gedacht? Fange ich mal an. BMU ist, glaube ich, nicht da. Ne? Also Verbraucherschutzministerium ist, glaube ich, nicht da. Das ist tatsächlich nicht was da. Was ich Ihnen grundsätzlich sagen kann, dass es Gespräche in der Bundesregierung dazu gibt, aber Einzelheit kann ich noch nicht nennen. Also, und zu einzelnen Fällen, die Sie ja so im Kopf haben, vermutlich, kann ich Ihnen auch keine Stellungnahme geben. Eine Entscheidung darüber, ob ein konkretes Vorgehen eines Anbieters mit dem Recht vereinbart ist, ist im Sinne der rechtsanwendenden Behörden oder den Gerichten vorbehalten. Da können wir keine Kommentierung da abgeben. Es ist eine Frage der Rechtsanwendung, wie ich gesagt habe. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist die allgemeine Rechtslage bei der sogenannten Gründen- und Ersatzversorgung. Generell ist für Kunden ist die Versorgung der Kunden durch das Instrument der Grund- bzw. Ersatzversorgung sichergestellt. Die Unternehmen, denen die Aufgabe der Grundversorgung zugeordnet ist, werden alle 3 Jahre für das Gebiet neu bestimmt. Die Aufgabe darf oder muss jeweils das Unternehmen wahrnehmen, das die meisten Haushaltskunden in dem betroffenen Netzgebiet beliefert. Es gibt überall einen örtlichen Grundversorger, der im Grundsatz verpflichtet ist, jedem Haushaltskunden einen Grundsatzversorgungsvertrag anzubieten. Ob es darüber hinaus Neubewertungen gibt, wie gesagt, diese Gespräche führen wir derzeit innerhalb der Ressorts der Bundesregierung. Entschuldigung, die Federführung haben Sie oder das Umweltministerium, also Umwelt- und Verbraucherschutzministerium? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Meines Wissens ist das Verbraucherschutzministerium. Aber wenn ich mich da irre, dann würde ich das nochmal nachreichen. Dankeschön. Dann, ja. Aber dann lassen Sie mich nur kurz dazu sagen, sollte das Umwelt- bzw. Verbraucherministerium dazu ergänzen, was haben, dann vielleicht schriftlich nachliefern, das wäre nett. Und dann machen wir da mit einer Nachlieferung noch weiter. Aber Ihnen, Herr Kollatz. Ganz kurz zu Ihrer Frage, Herr Jung, da muss ich mich korrigieren. Es gibt tatsächlich Einschränkungen, nämlich ist derzeit die Aufklärung der ISR-Taskforce nur mit bodengebundenen Kräften deswegen möglich. Eine luftgestützte Aufklärung entfällt derzeit. Wir bedauern das und sind natürlich, so wie Frau Sasse das eben auch sagte, in Verhandlungen über die weitere Fortführung. Herr Feldhoff. Ich habe eine Frage an das BMAS und an das Kanzleramt. Wir wechseln nochmal.
ja Medienberichte gegeben, nachdem der Staatssekretär Böning zum Ende des Monats aus seinem Amt ausscheiden will. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat der Minister auch schon einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benannt. Meine Frage bezieht sich auf die Karenzzeit, weil es ja den Fall Stefan Meyer auch gerade mal einen kleinen Disput zwischen einem ehemaligen Staatssekretär und der Bundesregierung gegeben hat. Gilt die Karenzzeit von 18 Monaten für Herrn Böning auch? Und gibt es einen entsprechenden Antrag, der dann wahrscheinlich im Kanzleramt geprüft und genehmigt werden muss? Und durch das Kabinett, wie das technisch, weiß ich nicht, wie das ist. Also, Staatssekretär Böning wird das BMAS zum Ende Januar verlassen. Informationen, wann er seine neue Position antreten wird, haben wir noch nicht kommuniziert. Ich würde das noch mal in Erfahrung bringen und gegebenenfalls etwas nachreichen. Ich kann leider nicht ergänzen, ob da irgendwelche Anträge dazu im Kanzleramt vorliegen. Aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass die Karenzzeit auch für einen beamtlichen Staatssekretär wie Herrn Böning gilt. Das hat ja nichts mit der Regierung. Grundsätzlich ist die Karenzzeit die Karenzzeit. Herr Jessen? Ja, ich bräuchte dazu dann doch noch mal das Verteidigungsministerium, bitte. Herr Kollatz, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, hat das Auftreten der Ministeriumsgeneralität gegenüber dem Parlament sehr heftig kritisiert. Sie sprach davon, dass dort herumgeeiert werde. Das Parlament brauche aber mehr Klarheit und Tacheles. Ist Ihnen diese Kritik auch vorher schon bekannt geworden? Wie geht das Verteidigungsministerium mit den Vorwürfen um? Es handelt sich ja zunächst um Äußerungen aus dem politischen Raum, die ich hier nicht kommentiere. Ich habe natürlich die Berichterstattung mal zum Anlass genommen, durch den Blätterwald zu forsten, und habe da auch gerade in letzter Zeit einige Äußerungen und Interviews auch von der Generalität wiederfinden können. Und das stelle ich Ihrer weiteren Recherche anheim, die sich durchaus durch klare Sprache auszeichnen. Mehr Kommentare habe ich dazu nicht. Ja, die Äußerungen von Frau Strack-Zimmermann beziehen sich ja explizit auf das Auftreten vor dem Parlament. Richtig, das ist Stimme aus dem politischen Raum, aber er richtet sich an Ihr Haus. Deswegen die Frage, gibt es so etwas wie Richtlinien oder ein Monitoring, Beobachtung des Auftretens der Generalität, also des Verteidigungsministeriums, gegenüber parlamentarischen Institutionen? Also ob die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses das monitort, weiß ich nicht. Und zu Gesprächen im Verteidigungsausschuss kann ich hier auch nichts sagen. Innenmonitoring gibt. Im Verteidigungsministerium. Zu Gesprächen aus dem Verteidigungsausschuss kann ich hier keine Stellung nehmen. Herr Jung. Die Nachfrage hat sich erledigt. Okay. Ich habe nur noch. Dann machen wir mit dem neuen Thema weiter. Es geht ans BMI. Es gab jetzt Berichterstattung über eine Ihnen nachgeordnete Behörde namens Bundesservice Telekommunikation. Die taucht auch im Behördenservice der Bundesverwaltung auf. Da haben sich jetzt ein paar Fragen ergeben, nämlich weil das BMI auf eine Anfrage im Bundestag geantwortet hat, dass diese Bundesservice Telekommunikation in den vergangenen Jahren kein Budget zugewiesen worden ist. Wie geht das, dass eine Behörde kein Budget hat? Und können Sie uns sagen, wer diese Behörde leitet, Herr Wede? Im Geschäftsbereich des BMI gibt es keine Behörde mit dem Namen Bundesservice Telekommunikation. Und deswegen kann ich auch die Frage nach einem Budget oder nach der Leitung nicht beantworten. Also Sie haben als BMI Bundestagsabgeordneten darauf geantwortet, dass es die gibt, nur dass die kein Budget hat. Also das wäre jetzt was Neues. Und es wird ja vermutet, dass es eine Tarnbehörde eines Geheimdienstes ist. Können Sie das dementieren? Im BMI gibt es keine Behörde mit diesem Namen und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wenn ich das richtig sehe, Frau Sieper, dann sind wir bei Ihnen. Frau Sasse, die Frage richtet sich an das Auswärtige Amt. Es gibt am türkischen Konsulat in Frankfurt am Main eine strittige Personalie, zu der es in den türkischen Medien unterschiedliche Berichte gibt. Yusuf Diyarkal soll neuer Handelsattaché werden und dazu
heißt es in einigen Berichten, Deutschland habe das nicht zugelassen, er dürfe nicht arbeiten. Dann gibt es weitere Nachrichten, die sagen, er ist jetzt doch dort mit einem Diplomatenvisum. Stimmen diese Berichte oder welche von Ihnen stimmen überhaupt? Also uns sind natürlich die Berichte und die Meldungen dazu bekannt. Herr Burger wurde, soweit ich weiß, am Freitag auch schon zu dem Thema befragt. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass Herr Jerkel weder zur Diplomatenliste noch in anderer Form beim Auswärtigen Amt als Mitglied einer Auslandsvertretung der Türkischen Republik in Deutschland angemeldet ist. Und natürlich die türkischen Behörden selbst zu weiteren Fragen Auskunft geben müssen. Ich würde das Justizministerium noch mal nach vorne bitten. Ich habe noch eine digitale Frage von Herrn Reitschuster an Sie. Er bezieht sich auf YouTube. Wenn deutsche Gerichte Sperren von YouTube aufheben, wie jetzt im Falle der Achse des Guten, dauert es oft 4 bis 6 Wochen, bis die Entscheidung zugestellt wird und damit in Kraft tritt. Planen Sie etwas zu unternehmen, damit die deutsche Rechtsprechung von Internetkonzernen schneller umgesetzt wird, etwa indem Sie YouTube zur Angabe einer deutschen Zustelladresse bringen? Kann ich den zweiten Teil nochmal hören? Also es geht um die Zustellung einer auf ein Internetkonzern bezogenes Urteil, Rechtsprechung und ob YouTube oder Internetkonzerne zur Angabe einer deutschen Zustelladresse bewogen werden sollen. Also ich kann zunächst sagen, es wird ja da Bezug genommen auf eine konkrete Gerichtsentscheidung, die kommentieren wie üblich nicht. Und um die Zustellung möglicher Urteile zu beschleunigen, das ist der Hintergrund. Auch das bezieht sich ja letztlich auf das konkrete Verfahren. Also das Verfahren kann ich hier nicht kommentieren. Okay. Gibt es weitere offene Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen für diesen Montagvormittag, Montagmittag und wünsche noch eine gute Woche.